Noel. So this is the prophesized future. By killing the Savior, a brand new world will be born. Yule. So that's it. All this time, you've been dreaming of a new world where you're reunited with Yule. It's no dream, Lightning. The future is right there in the Oracle Drive. If I kill the Savior, then the world will be reborn. And this time, it's going to happen like it's supposed to. It's going to work. I failed once before, long ago. But you know that story. I defeated a friend because I believed that would save everyone. Everything went wrong. Yes, I won our fight like I was supposed to. And then he died. But that just unleashed the chaos that's tearing this world apart. So yeah, I destroyed the world. It's a hell of a thing. Snow never blamed or judged me, though. And Hope tried to lead humanity in the fight against the chaos. Of course, I fought alongside them both. Damn it, but we were fools back then. We might as well have spat in the wind the good it did. I'd already signed the world's death warrant. 5 short centuries, that's all we had. And now even that's gone. Noel, it wasn't your fault. It never was. If anyone's to blame, it's me. Maybe you're right. But you know what? I don't think it even matters anymore. I'm only interested in creating a new future. That prophecy is the key to my dream. My dream of seeing Yule again. I'm going to make it happen. It's nothing personal, Lightning. I really wish the prophecy didn't show you dying. But it does, and I'm sorry. But I'm going to make it happen. 500 years ago, I committed the ultimate sin. One more death on my conscience won't do anything to me. It has to be done! That all you've got? Damn. That god of yours gave you some serious power. I'd call it a mixed blessing. I'm more powerful than I ever was, but it came with a price. I'm not even sure if I'm human anymore. Not human? What are you, Lightning? I wish I knew. Believe me, I've taken a lot of lives. More than I can count. If I had any humanity left, I would have been crushed by the guilt by now. Do I look crushed to you? I am going to see Sarah again. I'm going to fight for as long as it takes, give whatever it takes, even if it's my humanity. But you're not like me, Noel. I know you're different, even if it's for the future, even if it's to see Yule again. You don't have it in you to kill me. You're still human. You killed a friend once. In order to save the world, and you can't do it again. Right? You know it's true. I can see it in your eyes. You think you're safe from me? Sure about that? No. But the clock is ticking on this world, and I've got things to do before time runs out. You don't want to get in my way, Noel. You might still have scruples, but I don't. Not anymore. Damn it, Lightning! Is this all you are now? That's right. To save Sarah, I'll throw everything else away. I'll even be God's little pawn. No one's gonna stop me from trying. Not even you. You wanna find Yule? Then find her in death! Oh, I'll find her, all right. Count on it. But we'll both be alive. In a new future. In a new world that I'm gonna make happen with my own two hands! Even if it means destroying you! Das wird ein harter Kampf. Prophecy come true, you think you have to kill me. Ist das alles, was du kannst?
hatte Gegner, die waren heftiger als du. Time to dress up. Wow. Kommt ja noch einiges zum Vorschein. Warte mal, was kannst du da eigentlich? Schwäche ist... Oh, Blitz. Gut zu wissen. Get up. Wow. Alter. Übertreib mal. Na? You're so eager to die. You're not getting anything from me. Au. Heiltrank. Nee. Alter, was geht denn mit dem? Der hat auch immer noch zu viel... Naja, ich krieg nur einen Schatz von dem. Bonus bei sofortigem Konterangriff. Ach du Scheiße, aber der ist stark, der ist verdammt stark. Ich denke, du könntest das gefallen. Danke fürs Warten. You think you can beat me? Alter. Keep up if you can. Ja, gib auf, solange du noch kannst. Erwischt. Das war Noel Kreis. In beachtlichen Zeit veröffentlichen. Ich kann das besser. Das weiß ich. Also jeder Endgegner in jedem Kapitel. Ich glaube aber nicht, dass das letzte Mal war, dass wir gegen ihn kämpfen. Ein Beitrag wird veröffentlicht. Ach, was dauert das denn so lang? Auf jeden Fall habe ich Noel fertig gemacht. Yay! Ich kann das auf jeden Fall besser. Nach einer Zeit. Sag ich ja, wir kriegen... Alter, wir kriegen 10 EP! What the fuck? Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Your dream is over, Noel. Let it go. The Hunter has failed to kill the Savior. Your prophesied future won't come true. It's all over now. You think I'll give up that easy, Savior? I'm not done yet. I am going to kill you. Sure, do your worst. Yule's still waiting for you. That's right, I'll do it for Yule's sake. Even if it means having your blood on my hands. I know if she was here, she'd try to stop me. She's gonna be disappointed as hell in me, at least for a while. But she'll get over it. And I need this future. It will be done!
Why didn't you do it? Because Yul... She wouldn't... This isn't what she would want. She had the power to see into the future. Every terrible vision she saw, one after another, whittled her life away. She must have known all along when she would die, and how she would die. But even so, she never gave up hope. She didn't stop trying to make things better for all of us. She didn't stop smiling. Yet, what did I do? I saw one prophecy and I let it control me. I didn't try to fix anything, just try to kill you to make it come true. I can't do it. I wouldn't be able to look her in the eye if I did. But you destroyed the machine. Maybe that prophecy was my last chance to see Yul, but maybe it's better this way. Maybe it's better to never see her again than make more mistakes. Did you hear that? Yul! I'd say sorry, but I did try to kill you. I don't think a simple apology's going to cut it. Even if I pushed you into it? You've had 5 long centuries to brood on what happened. And I come along and force you into a corner. Maybe I'm the one who should apologize, but Yul was right. You belong in the future, and I can take you there. You deserve a new beginning. In a new world. A new world. So is your god building us a paradise? Not exactly. It's just an ordinary place, with ordinary people, working hard together to make it as good as it can be. Doesn't sound like the Shadow Hunter would be welcome there. Hey, but if I'm gonna get a second lease on life, maybe it's time I stopped living in the shadows. Right, Lightning? Yay, Luxurion Hauptmission abgeschlossen. Und der EP-Wert wird jetzt erhöht. Respekt. Oha! Der ATB-Balken wird auch um 10 erhöht. Die TP, okay, das finde ich jetzt ist ein bisschen wenig. 240. Na gut, eigentlich schon viel. Aber Angriffskraft und Magie, heiliger Bimbam, wir sind richtig stark geworden. Dank Naol. Kathedrale von Luxerion lebt eine Frau, die als die Gepriesene
bekannt ist. Sie wird streng bewacht und kann die Kathedrale nicht verlassen. Die einzige Möglichkeit, sie zu treffen, ist, nachts in der Kathedrale aufzusuchen. In der Nähe des Eingangs hält sich eine Ordensfrau namens Arem Meyer auf, die sich um die Belange der Gepriesenen kümmert. Löse ihren Kummer, besuche die Kathedrale zwischen 22 und 6 Uhr. Okay, Vanille müssen wir sozusagen retten. Light? How did you know he was gonna do? Ist doch jetzt egal, warum er so handeln würde. Hauptmission erledigt. Wir haben Luxarion abgeschlossen. Ich bin stolz drauf, dass wir Luxarion jetzt hinter uns gelassen haben. Das dann am zweiten Tag. Wir können jetzt noch zur Kathedrale hin, bevor wir halt reisen. Bevor wir halt wieder in die andere Welt laufen. Ich will wenigstens sie dort mal besuchen. Ich kann jetzt, glaube ich, alle Nebenmissionen in Luxarion machen. Das Lied der Erlöserin ist unsere eigentlich nächste Mission. Die anderen Hauptmissionen hier haben wir noch gar nicht angefangen. Die fangen wir wahrscheinlich am dritten Tag und am vierten Tag und so an. Ich hoffe, dass alles so halt am sechsten Tag vorbei ist. Dann können wir nämlich 7 Tage lang haben wir chillen. Ohne Scheiß. Dann chillen wir, dann machen wir Hauptmissionen davon, davon, davon. Ich kann dann teleportieren. Unser maximaler TP-Wert ist übelst gestiegen. Ich guck mal nach, wie es auf den Garnituren aussieht. Alter Schwede. Deswegen habe ich auch Rang 1 Soldat immer benutzt. Sorry dafür, weil ich habe 500 TP weniger. Ah, ist nicht gut. Deswegen halte ich den da, weil der hat die meiste TP. Und ja, 1097 ist schon was. Und man muss bedenken, wenn wir jetzt das Spiel durchhaben, kann ich es nochmal machen und dann wird die Werte steigen. Wieder und wieder und wieder. Ich glaube, dann werde ich mich auch nur auf die normalen Hauptmissionen kümmern. Dann bin ich hinterher sowas von schnell stark. Ja. Auch wenn ich scheitere, kann ich ein neues Spiel anfangen. Hat einen Vorteil. Ich bin dann stark. Aber glaubt ihr wirklich, dass ich jetzt noch scheitern werde, nachdem wir schon die erste von 5 nach 2 Tagen erledigt haben? Ein bisschen zweifelhaft. Besonders weil ich habe mir so überlegt, dass wir die Wildlandart, glaub 2. Das war dort die 2 Hauptmissionen parallel machen, also weil wir da hin und her rennen können. Okay, was können wir hier noch machen? Ja, wir können jetzt zur Kathedrale laufen. Laufen wir zur Kathedrale? Ich bin dabei. Ich will nämlich den Südbahnhof treffen. Genau, ich will zum Südbahnhof. Um dann vom Südbahnhof irgendwann in die anderen 2 Orte zu gelangen. Ben, I was sure he was about to kill you. Did you sense something? So, zum Südbahnhof müssen wir hier runter. Wir können uns jederzeit teleportieren. Sprich mit Arem Meyer. Also wir haben noch Mission. Wir haben noch so eine Art Hauptmission, könnte man sagen. I didn't know. I took a gamble on him and hoped he'd come up with the right answer. Nur die Hauptmission ist eine Nebenmission. Lucky for us, he did.
Mann, ich will doch hier raus. So. Zeit läuft weiter. Mag ich nicht. Ich mag nicht, dass die Zeit weiterläuft. Das heißt, wenn ich pro Typ ein EP-Dingen-Bonus krieg. Dann, ja, müssen wir es auch eigentlich. Sorry, but you're in my way. Now. Ja, dann müssten wir noch 4 EP-Dinger bekommen. Dann heißt es, 9 ist das Maximum. Ich glaube aber, es geht bestimmt noch mehr. Obwohl 9, kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich das Maximum ist. Zack. Shadowhunter gibt's nicht mehr. Aua. Aber wir können jetzt viel mehr Attacken machen, ja gut. Mir ist das jetzt auch nicht. Ich hätte gerne einen anderen Angriff. Warte. Ich kann noch einmal angreifen. So, zack. Solange es noch nicht 3 Uhr ist. Um 2 gehe ich da erst hin. Deswegen will ich ungefähr 3 übrig lassen. So, jetzt bin ich hier raus. Jetzt einen von denen will ich noch erledigen, weil dann kriegen wir nämlich noch ein... Die 5 wieder. Ah, Mist, zu spät. Ich kann noch ein bisschen blitzen. Du warst zu schnell, mein Freund. Mist. Hier kriegst du mal ein bisschen. Obwohl in dem Fall es angreifen gut, aber das war's ja schon. Oh, ich habe was von dem bekommen. Ach, egal. Ja, die 5 haben wir doch nicht voll gekriegt. Ach, egal. So, ich will jetzt hier runterlaufen zum Südbahnhof, um den zu aktivieren, denn wir wollen... Oh, da muss ich aber hier runter, geht schneller. Kann ich nämlich noch ein bisschen Stasis aufbauen. Ob man's glaubt. Ich lasse die Uhr jetzt mal ein bisschen laufen. Wir haben hier Zeit. Ich laufe jetzt hier lang. Obwohl, ich will noch die Stasis mal kurz laufen lassen. Ach. Ah.
Ich weiß, ich benutze das sehr oft, aber ihr habt gesehen, es hat mir den Arsch gerettet. Wie oft wäre die Zeit schon verflogen? Oh, kommst du näher? Apropos, Zeit verflogen. Ich sollte den Part an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Svenita.